präzise und hart. Ja, 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 ja. Und was ist so zart? Ja, 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 ja. Hört man nicht gern? Ja, 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 ja. Hört zu und lernt. Verehrte Gentlemen, Servus, ich begrüße euch, einen wunderschönen Mittwoch wünsche ich euch, herzlich willkommen zu diesem heutigen Video. Gentlemen, mein Name ist Fantastic, herzlich willkommen, freut mich, dass du hier reinschaltest. Wie geht es euch, liebe Herrschaften? Es ist DFB-Pokal gestern und heute angesagt. Krass, was hier die ein oder andere Überraschung hier so abliefert, oder? Also wenn man mal Richtung Homburg guckt oder so. Grüße gehen raus an Kräuter Fürth, ja. Das war wohl nix. Aber keine Sorge, wir Karlsruhe, wir kennen uns damit aus, sich bei Unterklassigen zu blamieren. Also von dem her, Grüße gehen raus an alle Leute aus Kräuter Fürth, ja. Darum soll es aber heute nicht gehen, liebe Herrschaften. Ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwoch. Ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Ich hoffe, ihr habt Halloween gut überstanden. Ich hoffe, ihr wart alle vorsichtig. Ich hoffe, dass ihr nicht alle mit Corona im Bett liegt, so wie manch andere Kumpel von mir. In dem Fall, falls doch, sorry, dann hoffe ich eigentlich einfach nur, dass ich dir mit diesem Video hier einfach eine Freude machen kann. Von dem her, ich hoffe, wie gesagt, es geht euch allen gut da draußen. Es stehen unglaublich viele tolle Tage an, ja? Karlsruhe-Hertha-Spiel am Wochenende. Es wird das geilste KSC-Spiel des Jahres am Wochenende. Die Berliner werden uns unglaublich gut empfangen. Wir freuen uns schon mega darauf. Ich kann es kaum erwarten, Gentlemen. Und das sind noch viele, viele andere Dinge. Zum Beispiel, und darüber soll es nämlich heute gehen, wir werden uns noch ein bisschen, bevor es morgen losgeht, mit dem Pass beschäftigen. Mit dem Ende der Season 1 in EAFC 24. Ja, Freunde, wenn euch das Video gefällt, würde ich mich selbstverständlich freuen, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben da lassen würdet. Schreibt einen Kommentar und mit dem Abonnieren-Button auf jeden Fall kein Video verpassen. Ich freue mich auf euch. Morgen zeigen wir auf jeden Fall den kompletten Battle Pass. Ich bin sehr, sehr gespannt. Battle Pass sage ich schon. Nee, Fortnite ist auch eine neue Season diese Woche. Aber nein, Season Pass, ja, ist es natürlich in EAFC. Das sind zum Beispiel alle Evolutions, die jetzt hier kamen. So, ich habe natürlich hier, ne, wie soll es anders das sein? Ich habe einen Schleusener 82, ich habe einen Gondorf 79, ich habe einen Wanizek 79, ich habe einen Bormut 76. Es macht unglaublich viel Fun, ja. Aber natürlich auch die unglaublich gefürchtete Pedro Netro-Karte. Guckt sie euch an, ja. Also sowas in Evolution zu zocken, das ist eine absolute 10 von 10 in diesem kompletten Spiel hier. Also da brauchen wir auch nicht lange drum rumreden. Eins der besten Dinge, die es in diesem Season Pass gegeben hat, also in der kompletten Season 1. Und das wird definitiv so weitergehen, ja. Und das ist auch mein erster Call für morgen. Ich habe jetzt nur noch die 150.000 frei, ne? Da sehe ich es aber ehrlich gesagt nicht ein, die zu investieren. So, ich gehe stark in der Annahme, dass morgen im Season Pass, und das wird das erste sein, es wird neue Evolutions geben. Ich könnte mir vorstellen, ja, deshalb habe ich euch mal auch das Team hier so gezeigt, weil, wie gesagt, das sind momentan alle Evolutions. Ich könnte mir vorstellen, dass morgen, wenn es eine neue Evolution gibt, dass eine Torhüter-Evolution kommt. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil das nämlich das Einzigste war, was es noch nicht gegeben hat. Von dem her könnte gut möglich sein, dass da EA definitiv was macht. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ich einen von den tollen Karten hier upgraden kann. Oder vielleicht noch einen KSC-Spieler, den ich noch gar nicht geupgradet habe. Wäre natürlich auch verdammt geil. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wir gehen mal in die Ziele und wir gucken uns einfach mal nochmal den Season-Fortschritt an, der hier alles interessant war, ne? Wir gehen hier nochmal zurück. Denn ich glaube tatsächlich, es wird wahrscheinlich nicht viel anders da laufen wie beim letzten Mal so. Ich könnte mir vorstellen, dass hier natürlich die ein oder andere Leihkarte dabei ist, genauso wie im ersten. Es wird auch wieder anfangen mit 75 plus. Es wird wieder verschiedene Spieler geben, die man sich erzocken kann. Es kann wieder 83 mal 10 geben. Lauter solche Sachen wird es wieder geben. Ich bin sehr, sehr gespannt, wenn es irgendwann ab Level 15, 20, 25,
sein wird. Ich bin gespannt, wie sie hier mit der Kurve hochgehen. Es gab ja die ganzen 84er-Spieler hier, an die ihr euch noch erinnert. Sandy Baltimore war übrigens unfassbar. Also das ist übrigens eine Karte, die ich jedem empfehlen kann. Diese Frau ist der absolute Wahnsinn. Ja, spielt die mal. Glaubt mir, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Das ist so mein Geheimtipp ungefähr. Es wird auf jeden Fall wieder ein paar Spieler hier geben. Ich hoffe, dass nicht irgendwie schon wieder so ein Blödsinn vorhanden ist wie mit der Choreo, aber es wird wahrscheinlich auch wieder so sein. Bei 20 hatten wir ja hier auch wieder ein paar 84er-Spieler. Die waren jetzt nicht so dolle. Ich würde mir wünschen für die neue Season, dass sie da vielleicht auf 86 hochgehen. Aber das wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Ganz einfach, weil, wenn wir auch ehrlich sind, wenn wir uns die ganzen drei Karten hier angucken, ja. Egal, ob das jetzt Kadioklu war oder ob das Deathbury Hall war oder ob das Matthäus Reis war. Alle drei Karten hat kein Mensch gespielt, oder? Das sind wir doch uns alle mal ganz, ganz ehrlich. Von dem her, es gibt natürlich immer mal wieder so 82x2 oder 78x2 am Anfang, so Packs, wo man kriegt. Aber wir wissen alle ganz genau, dass es ein absoluter Scam ist. Ne? Das wissen wir ja alle ganz genau. Von dem her brauchen wir da gar nicht lange drum rummachen. Dann gab es ja auf Level 25 Thomas, Ilamarendi und Mace. Ja? Ich habe mich für Thomas entschieden, weil, hey, sind wir doch mal ehrlich, 88, 86, 88 als Temposchuss und Tripling, das ist schon ein Argument. Ne? Von dem her, ich bin mal gespannt, wie sie da hochgehen werden. Auch hier würde ich mir wünschen, dass es eventuell auf eine 87 hochgeht, weil wir dürfen nicht vergessen, wenn dieser Season Pass rum ist, der jetzt dann kommt, ne, dann wird es wahrscheinlich Dezember sein. Ja, es wird wahrscheinlich Dezember, Ende Dezember sein. Von dem her, ich würde es auf jeden Fall begrüßen, wenn wir so viele 86er und 87er wie möglich kriegen, ne. Wenn es natürlich ganz blöd läuft, bleiben sie natürlich bei der Masche und werden uns da wieder irgendwelche 85er hier geben, genauso wie hier. Engen, Sugawara, Christian Tello, auch hier die drei hat kein Mensch gespielt, will ich mal behaupten. Engen habe ich mal gespielt, aber auch nur, um Aufgaben abzuschließen. Von dem her, ich hoffe einfach, dass es sich da was einfallen lassen. Level 35 gibt es hier wieder 84x5. Ich hoffe, dabei bleiben sie auf jeden Fall. Und natürlich müssen die Level 40 Rewards natürlich absolut big sein. Also egal, ob ihr hier gamblen wollt mit dem 86x3, Kone nimmt oder Matheus Cunha nimmt, der war übrigens absolut Bombe. Ne? Ich kann es nur jedem nochmal empfehlen, der war absolut Bombe. Die Leute, die Kone genommen haben, genau das gleiche, komplett positives Feedback von den Karten, die es hier zu erzocken gab. Ich hoffe, die bleiben auf jeden Fall dabei. Ich hoffe, die geben uns was wirklich Gutes Spielbares. Alles Weitere werden wir morgen sehen. Dann Live, Saison und Meilensteine. Ich hoffe, dass hier sehr, sehr viel Neues dazukommt, weil man muss natürlich ehrlich sein, die ganzen Schwitzer unter euch, die sind natürlich mit dem Ganzen hier allem schon durch. Ne? Das wird auch der Grund sein, warum es Level 40 auch schon ist. Ich würde mich freuen, wenn sie den ganzen Season Pass komplett zurücksetzen würden, weil diese ganzen Ziele, die man hier sehen, ja, genauso wie die Evolution-Talente, das ist alles eine Sache, die, da ist man locker durch. Wenn ihr 6, 7 Karten als Evolutions habt, das sind so Sachen wie 15, 20 Spiele, das ist alles so locker durch. Genauso wie Meilensteine. Hier gibt es so viele Meilensteine, wo ich sage, das ist so leicht durchzuspielen, da würde ich mich freuen, wenn da auf jeden Fall was Neues kommen wird. Von dem her, ich bin mal sehr, sehr gespannt, ob jetzt hier Teamgrundlagen kommen werden, bin ich mir unsicher. Gestern kam MLS, auch hier muss man übrigens wieder sagen, das sind alles wieder so Karten. Morris 85, sind wir mal ehrlich, wer spielt das denn? So, das sind so Sachen, das spielt leider kein Mensch. Centurion Upgrade, da müssen wir übrigens noch dafür sprechen. Wenn die neue Season anfängt, ja, ihr kriegt ja morgen auch Division Rivals Rewards. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr natürlich die doppelte Menge an Packs untauschbar wollt. Wäre natürlich eine Möglichkeit, hier vieles ins Upgrade reinzustecken, ne? Aber auf der anderen Seite,
für die Leute, die natürlich Coins brauchen, momentan kostet jeder Goldspieler noch 600 Münzen. Von dem her überlegt das euch wirklich sehr, sehr gut. Gehen wir mal hier weiter. Also Ziele sind wir auf jeden Fall durch. Ich bin sehr, sehr gespannt, mit was die da morgen weitermachen. Wenn wir zu Spielen weitergehen. Wie gesagt, ich kann es euch noch mal zeigen. Morgen gibt es Division Rivals Rewards. Ich bin extra in Division 4 geblieben, einfach weil ich die Freundschaftsspiele ein bisschen einfacher haben will. So, ich könnte jetzt zum Beispiel 2 seltene Megapacks und 2 Prime Gold Profis Packs nehmen. Da sind allein schon 24 Spieler drin, seltenes Megapack. Wie viele Spieler sind in einem seltenen Megapack drin? 10, 15? Also allein da sind schon wieder 30 Stück drin. Es ist eine Überlegung wert, das Ganze an Trade zu nehmen. Aber das bleibt natürlich euch überlassen. Brauchen wir nicht lange drum rumreden. Meilenstein-Fortschritt. Bin ich mal sehr, sehr gespannt. Irgendjemand hatte mir geschrieben, es könnte möglich sein, dass wir dafür Packs kriegen. Anstatt diese Choreo, dass das ein Anzeigebug sein soll. Ob das tatsächlich so sein wird, weiß man nicht. Werden wir sehen. Ist natürlich alles Spekulation, ne? Was man hier so alles machen. Ah, fällt mir gerade noch ein. Champions. Leute, spielt eure Quali fertig, ja? Wenn ihr eure Quali spielt und ihr habt gerade 6 Matches gespielt oder so und ihr habt die nicht beendet, dann wird das morgen zurückgesetzt, ja? Das heißt, ihr müsst heute, wenn ihr die Quali am Laufen habt, müsst ihr die heute fertig machen. Ganz, ganz klar. Und wenn, dann macht es auf jeden Fall jetzt, weil jetzt ist die Möglichkeit, dass viele, viele Local-Spieler dabei sind, die jetzt nicht übrigens in der obersten Stufe hocken, die warten nämlich alle noch. Dementsprechend, ich kann es nur empfehlen, macht das heute noch. Freundschaftsspiele, ich bin der Meinung, dass entweder heute oder morgen der Centurion Cup kommt. Da kam bis jetzt noch nichts, aber das wird wahrscheinlich so der Fall sein. Die Evo-Lounge wird auf jeden Fall bleiben. Ich kann mir zu 100% vorstellen, dass neue Evolutions kommen werden. Von dem her, da bin ich mir eigentlich sehr, sehr sicher. Ansonsten kann ich nur sagen, SBCs, ich bin mal sehr, sehr gespannt, ob die hier irgendwie eine neue Kategorie reinhauen, ob die sich irgendwas ausdenken. Vielleicht, dass es ein paar, wäre ja mal auch mal neu, dass es neue Grundlagen eventuell gibt. Also nicht wie Hybrid-Ligen, sondern vielleicht noch ein paar Challenges mehr. Das wäre interessant. Ansonsten kann man natürlich noch sagen, dass die Top-Partien morgen kommen. Das kommt ja auch noch dazu. Also von dem her, wenn ihr Borussia Dortmund-Spieler habt, wenn ihr Bayern-Spieler habt, behaltet die auf jeden Fall schon mal. Am Wochenende ist deutsches El Clasico. Von dem her, ich bin mir sicher, dass Bayern Dortmund kommen wird. Von dem her, das ist zum Beispiel mal ein Tipp. Von dem her, Transfers, da können wir auch nochmal reingehen. Goldhäufig-Spieler, haben wir vorhin schon drüber geredet, die kosten momentan alle 600. Und ihr solltet euch bei den Rivals Rewards, wie gesagt, überlegen, ne? Also, ihr könnt natürlich mit so einem seltenen Megapack, wenn da jetzt 15 Spieler drin sind, da könnt ihr locker mal 10.000 Coins machen, ne? Also von dem her, Es ist natürlich so eine Sache, wo will man am Ende raus? So, ich glaube, darauf läuft es wahrscheinlich am besten hinaus. Ob sich im Shop irgendwas tun wird, wage ich jetzt zu bezweifeln. Die werden wahrscheinlich weiter Gas geben mit ihren 300.000 Packs und hast du nicht gesehen. Von dem her, ich bin sehr, sehr gespannt, was morgen passieren wird. Ich bin gespannt. Wie ist eure Meinung? Was wird morgen so alles im Season Pass dabei sein? Ich werde natürlich dabei sein. Ich werde morgen natürlich ein Video dazu machen, ist ja gar keine Frage. Ansonsten hoffe ich, dass ihr ein wunderschönes Halloween hattet und natürlich, dass ihr euch wunderbar ausruhen könnt davon. Ansonsten zockt heute noch schön Rivals, ja? Macht eure Belohnung fertig, macht die Quali fertig und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn das so sein sollte, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und mit dem Abonnieren-Button auf jeden Fall kein Video verpassen. Wir sehen uns morgen, Jungs.
Ich bin gespannt, was morgen in Season 2 im Season Pass passiert. Ja, Fortnite übrigens auch nächste Woche neue Season, ne? Wo es auch abgehen wird. In diesem Sinne, wir sehen uns. Bis morgen. Tschüss, ciao. Reingehauen. Euer Bentastic. Auf Wiedersehen. Tschüssi.